Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen gemeinsam Terraria. Und ja, mit mir spielt der gute MS Standard. Hallo. Guck mal, hier ist ein Hase. Oh. Das ist ein toter Hase. Oh. Für dich das Spiel komplett neu. Du hast das noch gar nicht gespielt. Nee, ich habe das noch nie gespielt. Irgendwie ist wie, keine Ahnung, das verstehe ich gar nicht, dass es noch Menschen gibt, die Terraria nicht gespielt haben. Ich kannte das Spiel bisher auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie das an mir vorbeiging. Es sieht echt niedlich aus. Es sieht aus wie Starbound quasi. Ja, Starbound ist der Nachfolger von Terraria. Praktisch. Ah! Blume! Aua! Die hat mich angegriffen, die Blume. Was ist denn das für ein Scheißviech? Also es gibt ja auch auf jeden Fall tausend Sachen zu lernen. Also, ja, ich werde gerade von einer Blume getötet. Ich bin gleich tot. So. Oh, du baust aber ein schönes Haus. Toll. Mhm. Hi. Ich mach da auch gleich Türen rein. Keine Angst. Keine Bange. Also es ist quasi wie bei Minecraft, dass abends böse Monster kommen und man muss sich sichern. Ganz genau. Okay. Ja. Also böse Monster, natürlich auch die Slimes hier, ne? Die sind ja, du bist ja gleich schon wieder tot. Was hast du gemacht? Warum siehst du aus wie ein Super Saiyajin? Ich weiß nicht. Ja, ich habe mich mit einer Pflanze angelegt. Ach so, nur dann. Ich muss auch erstmal wieder komplett reinkommen. Wir müssen, glaube ich, erstmal eine Werkbank bauen. Ja, du musst mich jetzt erstmal hier komplett an die Hand nehmen quasi. Was macht man denn jetzt hier? Herstellen sind wir. Über Escape kommst du dann ja in dein Menü rein. Da hast du dein Inventar und du kannst dann Sachen herstellen. Ich baue jetzt erstmal zwei Türen, damit wir schon mal relativ sicher sind. Ja, das dauert, bis du hier drin bist in dem Spiel. Ich meine, es gibt ja noch tausend andere Sachen, die ich selbst auch nicht kann. Das ist nicht gut. Was habe ich jetzt gemacht? Zum Beispiel verklicken kann ich mich ganz gut. Huch! Das ist schon niedlich, das Spiel. Wie kann ich denn hier Sachen in der Welt platzieren? Wenn du jetzt diese Fackel in die Hand nimmst, habe ich auch Fackeln, dann... Ich glaube, ich habe keine Fackeln. Ja, du könntest zum Beispiel oben an die Wand hängen. Ja, wollte ich nämlich, aber ich weiß nicht, wie ich es mache. Zum Beispiel über die Tür sollte das gehen. Na, mache ich da einfach... Also ich habe jetzt schon mit links und mit rechts Klick versucht, aber es geht nicht. Oh Gott, der Slime. Das müsste aber eigentlich gehen. Bei mir nicht. Also wenn ich hier links mache, guck, dann machst du das. Wenn ich rechts mache, wirfst du die Fackel weg. Okay. Ist da bloß den Slime drin. Draußen. Ist das die falsche Fackel? Kann Platz. Kannst du die jetzt an die Wand hinten hängen, die ich jetzt gerade gebaut habe, die Wand? Kannst du aber die Fackel dran machen? Ja! Jetzt geht's. Okay, dann. Nee, hä? Okay, die. Jetzt! Ah! Schön! Toll! Wir haben Licht. Oh, ein bisschen zu viel Licht. Ich die wieder? Ja. Okay. Schön. Wo ist mein Schwert? Wir sind ganz schön belagert hier. Ja, das sag ich dir. Wow, mit diesen Waffen am Anfang. Ey, kann das man natürlich nicht viel anfangen. Oh Gott, immer diese Slimes. Ja. Aber ich glaube, wir haben es so eingestellt, dass wir nur Geld verlieren, wenn wir sterben. Aber dafür brauche ich einen Hammer, ne? Um die Wand wieder zu entfernen. It's windy out there. Now's the best time to fly a kite. Aha, herstellen. Ja, der erzählt nur Unsinn. Der Lümmel. Okay. Obwohl für den Anfang ist er gar nicht so schlecht. Der bringt ja bei, was du so machen kannst. Ich muss ja auch erstmal gucken, was hier so los ist. Was man hier so machen kann, quasi. Warum geht die Tür jetzt nicht mehr zu? Das weiß ich nicht. Also. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der Anfang ist geglückt. Guck mal, ich habe uns einen Briefkasten quasi gemacht. Oder zumindest ein Ortsschild. Wunderbar, ich gehe mal direkt gucken, was draufsteht. Standi und Len 4. Oh, ja. Ist ja schön, dass du dich mal nicht zuerst genannt hast. Ja, ne? Ich habe extra noch dran gedacht. Du lernst dazu. So, man kann die Karte ausblenden mit Tab. Das ist natürlich auch praktisch. Ja, die kannst du auch so in den Hintergrund legen, dass die praktisch immer so transparent im Hintergrund zu sehen ist. Für dich, das kann man halt einstellen, wie man möchte. Das finde ich jetzt leider nicht, wie das geht. Ich finde auch gerade nicht... Einfach durchtappen. Passiert bei mir da irgendwie... Ach, da! Au, aber das ist ein bisschen nervig. Achso, kann ich die verschieben? Nee. Ich komme nicht mehr ins Baumenü. Irgendwie ist das jetzt einfach weg. Wie baue ich denn jetzt wieder? Warum? Mit Escape kommst du da immer rein? Ach, Escape. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass ich da mit Escape drin gelandet war. Oh, eine Holzangel. Man kann angeln. Oh, das ist ja cool. Ja, du möchte eine Angel haben. Kannst du alles machen in dem Spiel.
Ja, warum habe ich jetzt Holzwände in der Hand? Huch, hier ist irgendwie die Wand kaputt gegangen. Ja, ich hatte gerade die Wand abgebaut, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte hier das, die Werkbank nochmal zur Seite stellen. Ja. Weil wir müssen da natürlich auch nach unten graben, darum geht es ja eigentlich in dem Spiel. Oh, jetzt kann ich nichts mehr bauen. Ah, okay, dafür ist die Werkbank, ich verstehe. Kann ich die Werkbank auch benutzen, wenn du davor stehst? Ja. Ah. Ah. Noch ein paar Fackeln. Töte es. Ich bin auch Pazifist. Nicht heute ah. Abend. Ja, DayZ, falls ihr euch jetzt wundert, warum doch keine DayZ-Folge mehr kommt, wir haben uns überlegt, dass das ein bisschen blöd ist, wenn wir uns da überhaupt nicht finden und man ständig nur verhungert und so. Deswegen haben wir es bei der einen Angezockt-Folge gelassen. Für das Spiel sind wir nicht geschafft. Also fürs Let's Play ist es auch einfach nichts. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen mehr mit reinfuchsen in das Spiel. Das ist mal eben so nebenbei nicht so richtig gut. Gott, man kann hier gar nichts bauen. Die sind ja ständig einen am Nerven hier. Achso, es ist Nacht, deswegen wahrscheinlich, ne? Ist doch noch keine Nacht. Ach, das ist noch nicht Nacht? Also, nee. Oh Gott. Erst wenn die Zombies kommen. Okay. Ich hab Angst. Oh, ich brauch mal Holz. Ah! Oh Gott, da wäre ich jetzt was reingefallen. Ja, Moment. Hast du auch, was du da machst? Das muss ich nur absichern, Entschuldigung. Wie hack ich denn den? Geht der kaputt irgendwann, oder? Ja, es dauert allerdings einen Moment. Achso, okay. Ah, sehr schön. Kann ich auch mal was bauen? Hallo, Schleims. Bringt das eigentlich was, wenn ich die überhaupt töte, oder mache ich das umsonst? Ja, ich glaube, irgendwas droppen die schon, ja. Ich kann mich da aber auch nicht mehr so erinnern. Das letzte Mal, dass ich Terraria gespielt habe, da war ich noch also jung. Also die droppen Kupfer. Da kann man wahrscheinlich dann was kaufen, nehme ich an. Ja, braucht man natürlich auch zum Herstellen Kupfer nachher. Ja, wo ist denn jetzt der Zaun hin? Wieso geht denn jetzt der Zaun nicht mehr? Ach, da. Ah, nein. Und wir können unser Haus natürlich auch so erweitern, dass dann nach und nach neue NPCs da reinkommen. Oh, das ist cool. Händler und sowas. Oh, Pilze. Sehr schön. Aber guck dich erstmal da oben. Ja, ich guck gerade ein bisschen so, wie man baut, wie man hier ein bisschen, was es hier so gibt. Da gefällt mir von der Optik. Ich mag ja Pixelspiele sehr. Ist natürlich nicht für jeden was, aber ich finde es toll. Holzhelm. Ach cool, ich kann mehr Ausrüstung machen. Das ist natürlich praktisch. Wir haben keine an, ne? Wahrscheinlich. Ich glaube standardmäßig nicht, ne? So, ausrüsten würde ich die gerne. Habe ich die jetzt... jetzt sehe ich ja scheiße aus. Nee, das geht gar nicht. Naja. Das finde ich jetzt aber nicht so schön. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Volldepp. Na gut. Immerhin hast du jetzt schon eine Rüstung, ich nicht. Ach, so hast du schon direkt einen Zaun hier gebaut, einen kleinen Vorgarten. Ja, ich dachte, du siehst ganz nett aus mit dem Schild. Nein, bist du eine Spießerin. Oh, jetzt wird's Nacht, ne? Ich dachte, wir lassen uns hier ordentlich nieder und nicht wie die wilden Tiere. Ja, wir müssen noch ein richtig schönes Haus bauen. Wie gesagt, wir müssen da mehrere Zimmer einrichten, dann kommen die Leute auch. Warum baust du hier gerade eigentlich runter? Was gibt's hier zu finden? Naja. Ist es wie bei Starbound? Das ist wie bei Starbound, das ist wie bei Minecraft. Je tiefer du kommst, desto wertvoller werden die Sachen, die du findest. Ah! Wasser. Und desto mehr kann man bauen. Okay. Gibt's hier auch Monster unten? Ja. Okay. Es gibt auch die Hölle. Oh, das ist hier schön. Da sind soll dann aber helfen? Ganz, ganz liebe Monster sind dann da. Ja, das passiert nichts. Achso, ich wollte auch gerade eine Fackel setzen, lustig. Na, bisher haben wir nur Stein gefunden, noch kein Eisen. Nimmt man das mit, was man hier so abbaut, oder nicht? Ja. Okay. Wird alles automatisch eingesammelt. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir den Typ da oben noch loswerden. Ich glaube, den kann man auch töten. Was? Nein. Warum? Der nervt. Warum wollen wir den denn loswerden? Das ist doch gut, der macht da die ganzen Viecher killen. Naja, so gesehen schon. Ah, da oben ist was. Warum passiert denn hier nichts mehr? Achso. Achso, man muss richtig gezielt darauf klicken, wusste ich gar nicht. So. Wolframerz. Okay, das kenne ich glaube ich auch noch nicht. Okay. Ach ja, das ist schön. Das gefällt mir besser als DayZ vorhin. Das ist niedlich.
Ja, das ist entspannender. Du kannst übrigens auch den Zoom einstellen. Ne? Also du kannst da richtig über die Einstellungen richtig reinzoomen, wenn du möchtest. Je nachdem, wie es dir am liebsten passt. Du gehst über Achso, die Einstellungen. Über Einstellungen. Oh, guck mal. Ja, was? Da, links. Was denn? Oh, scheiße. Wie kommt der hier runter? Oh Gott, er hat Leben. Nee. Wie kommt der hier runter? Aber doch gar nicht, wie kam der denn hierher? So Quatsch. Ist unsere Tür oben auf? Ew. Ja, ich glaube, die spawnen auch, wenn es nicht hell genug ist. Ich weiß das aber nicht, das ist alles so lange her. Oh, rennst du nicht weg? Ich bin gerade weggerannt. Nö, ja, lass mich allein, das ist gar kein Problem. Entschuldigung, ich dachte, wir rennen beide weg. Ich komme wieder. Und da oben, ich habe gerade eine Sternschnuppe eingesammelt. Das ist gut. Ah, mit den Sachen kann man... Ach, was kann man damit nochmal machen? Mit den Steinschnuppen. Also auch noch tolle Sachen. Wo man dafür die Sternschnuppenkanonen und sowas... Dass man ja alles bauen kann, das glaubst du gar nicht. Also bis du das alles rausgefunden hast. Ja, Munition, Material verschwindet nach Sonnenaufgang. Oh nein, die ist dann weg. Ist ja nicht so schön. Zombies! Was? Hier gibt's auch Zombies? Na toll. Ja, jetzt ist ja nachts, das sieht man auch deutlich, also... Ja, jetzt ist der hier auch drin. Jetzt geht er gar nicht mehr raus, der Typ. Ach doch, jetzt geht er raus. Okay. Ja, der versteckt sie auch. Oh halt, Gott, du bist fast tot. Nein, brauchst du den Pilz? Kannst du einen Pilz essen zum Heilen? Wenn der heilt, der Pilz? Weiß ich nicht. Da steht nichts. Oder? Ach doch, stellt Leben wieder her. Hier, nimm den mal. Oh. Hast du den jetzt gegessen? Ja. Danke. Ich hab den rausgezogen, aber irgendwie hat die den dann gegessen, anstatt den wegzugeben. Ja, aber die Energie stellt sich langsam selbst wieder. Ja, das ist, passt ja schon. Aber eigentlich war das nicht so gedacht. Oh Gott, die Viecher sind ganz schön... Können die Mauern hier kaputt machen? Oh, jetzt hat er einen Zombie reingelassen. Was ist das für ein Depp? Nein, können sie nicht. Okay, das ist schön. Also wir sind schon sicher hier. Wenn den niemand reinlässt. Deswegen, das ist ja das Problem. Der handelt auch ist echt ein bisschen doof, ne? Aber man kann ihn nicht töten. Ich hab's versucht hier. Ja, aber man kann ihn, glaube ich, irgendwie einsperren, indem man den Zug gräbt oder so. Ah, okay. Ist die Tür wieder auf? Ich weiß nicht. Wo bist du? Warum tust du nicht? Oh, Entschuldigung, ich habe gerade was gelesen, was der Typ sagt. Ich habe den gerade angeklickt und auf Happiness und dann hat er irgendwas gesagt. Oh Gott, ich habe so viel Angst hier. Komm rein. Oh Gott, du bist fast tot. Geh weg. Nee, geh weg. Ich mach das. Ich habe noch volles Leben. Geh weg, geh weg. Ja, aber dann stirbst du vielleicht. Warum geht denn die scheiß Tür nicht zu? Ich will die Tür zu machen. Ah, okay. Oh. Nein! Nein! Na doch, jetzt ist ja ein Grabstein drauf. Sag mal, hör doch mal auf, die Türen aufzumachen, du Depp. Gibt's doch nicht. Ich dachte, der Scheiße. Ja, das ist echt kacke. Oh, da bist du wieder. Aber du hast deine Sachen nicht mehr, wa? Oder? War ja noch nicht so fair, volles Volk dabei, aber vielleicht hier am Grabstein? Standi wurde gekopft von Zombie. Sonntag, 24. Mai. Boah, achso, jetzt, der geht doch weg, Gott sei Dank. Oh, ich habe deinen Grabstein eingesammelt, lustigerweise. Ja, aber wann ist denn hier mal wieder Tag? Das dauert ja ewig. Ich gehe auch runter. Das ist mir hier zu viel. Soll der mal da oben machen? Machen wir mal die Wand hier zu. Du musst dir mal Rüstung machen. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Ach, Rüstung. Was habe ich denn jetzt verloren? Ja, ich habe Gold verloren, klar, aber... Na gut, das ist ja... Nein, der hat echt wieder die Zombies hier reingelassen. Ja, aber ich habe hier in die Wand zugemacht. Okay. Passiert nichts. Oh, das Wasser. Also, ich meine, wenn wir jetzt natürlich noch tiefer graben, dann kommen wir natürlich an Orten, wo dann auch Monster spawnen, ist klar. Mhm. Okay. Immer wenn ich eine Fackel ausstellen will und die in die Hand nehme, hast du schon eine gebaut. Zwei doofe, ein Gedanke. Aber wie kommt man jetzt hier wieder hoch? Ja, Moment. Genau, hol du dir erstmal das Loot. Achso, oh, da ist eine Amphore. Ach, cool. Ich nimm die gar nicht. Alles gut. Ich habe die noch nicht mal gesehen gehabt. Wie geht? Was ist das? Amethyst. Aha. Ich ertrinke. Oh, sehr cool. Oh.
Oh, jetzt habe ich meine eigene Fackel kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Das mit dem Licht ist auch so eine Sache. Aber nachher kriegt man natürlich auch Ausrüstung, die leuchtet. Dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Und wie man hört, sind immer noch Zombies unterwegs. Ja, ich sehe die da oben auch noch rumrennen. Na gut, ich habe so komplett reingezoomt, deswegen sehe ich das nicht. Ah, ich habe ein bisschen raus. Das wäre, glaube ich, angenehmer, damit ich die auch sehe. Oh, hier kommt Wasser, das ist nicht so schön. Oh, hier kommt man ja wieder nicht hoch. Wie machst denn du diese Balken, die du da... Ist das eine Holzklappe? Nee, ne? Ja, wenn du Holz einsammelst, dann kannst du die craften. Ja, kannst du ganz einfach craften. Das sind dann aber die an der Werkbank, Holzklappe, oder? Holzklappe, ja, ja. Nee, nee, achso, das ist eine Holzklappe. Ah, okay. Okay. Mache ich mal ein paar davon, damit ich auch sowas setzen kann. Nummer 6. Ja, ach cool. So, jetzt dürfte der Tag angebrochen sein, man hört es auch an der Musik. Die Zombies sind noch hier am Rumdingsen. Ja, ja. Ein paar überleben, aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die tot gehen automatisch. Oder ob wir die erledigen die müssen. Durch die Wand stechen? Das denn hier? Steinbock. Zombies, komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm. Na, komm. Komm her. Ja, komm her. Na, komm her. Ich rede sogar mit dem Zombie. Ah, es funktioniert nicht, scheiße. Ja, ich wollte die durch die Wand erstechen, aber es geht leider nicht. Das lässt das Spiel wohl nicht zu. Das wäre voll billig, ey. Oh, was haben wir hier? Oh. Versuch's gerade mit den Zombies aufzunehmen. Geht auch ganz gut. Wenn man immer so ein bisschen rückwärts läuft dabei, ist das eigentlich kein Problem. Oh, jetzt kesseln sie mich ein. Das ist nicht mehr gut. Na komm. Aua. Oh, war vielleicht doch keine so gute Idee, das alleine zu machen. Ah, Eisenerz. Sehr schön. Okay, ein Zombie ist tot. Jetzt nur noch eine. Ach, das sind drei. Oh Gott, die standen ineinander. Oh. Yay, ich habe die Zombies gekillt. Zombie-Killer. So, ich komme auch mal wieder nach oben. Ja, ich gucke auch mal eben oben. Oh nee, ist aber immer noch Nacht, tatsächlich. Ist immer noch duster. Oder ja, es wird, glaube ich, gerade ein bisschen hin. Was ist los? Ein Zombie. Wo kommt der her? Was, du schaffst das? Was ist das? Oh, überlebe die erste ganze Nacht deines Charakters. Toll. Toll, wo kommt der Zombie her? Das ist andere Fackeln. Ich bin mal wieder tot. Was? Oh Mensch. Ich habe gerade drei Zombies alleine besiegt. Ist doch scheiße. Guck mal, ich habe einen Schmelzofen gebaut. Schön, den wollte ich auch gerade bauen. Gute Idee. Ich wollte auch mal was Schönes machen. Nee, zwei Eisenbarren. So, dann können wir jetzt, glaube ich, auch aus Stein einen Amboss bauen, oder? Brauche jetzt mal wieder Materialien. Ich habe gar nichts mehr. So. Oh, den finde ich eigentlich schön. Kann man wieder neue Bäume pflanzen oder sind die dann unwiederbringlich weg? Nee, kannst du neu pflanzen. Sehr schön. Ja, sonst haben wir ja gar keine Bäumchen mehr bei uns. Komm, wir gehen mal erkunden. Warte, ich will wenigstens den Baum hier noch mitnehmen. So. Okay, komme. Oh, doch nicht den schönen Kirschbaum. Du kannst doch nicht den Kirschbaum abholzen. Nein, ich will an das Kupfer hier. Ach so, oh Gott. Lass bloß den schönen Baum stehen. Ja, genau. Können wir nicht lieber in die Natur, nicht um welchen. Vasen. Oh, ein Seil. Ich habe Seile bekommen. Das ist bestimmt gut, oder? Ja, damit kann man sich abseilen. Sehr schön. Hier ist überall Kupfer, schön. Ach, nur ein kleiner Schleim. Alles gut. Ich gucke hier nur kurz mal in die Höhle rein. Oh, da kommt noch ein Schleim. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ja, ich sehe schon. Ich rette dich. So, mal, jetzt rennt er weg. Hey. Komm extra wegen dir her. Blödes Tier. Ah, blödes Geleezeug. Aus dir mache ich Wackelpudding. So.
Wow, das ist ja eine Menge. Hm. Ah, ich will auch. Ich will auch mal was haben davon. Ich will auch irgendwas daraus bauen. Yay, ja, doch hübsch. Ich habe einen Erfolg dafür bekommen. Bahne dein erstes Erznugget mit einer Baue dein erstes Erznugget mit einer Spitzhacke ab. Yay. Warum kriegst du das und ich nicht? Du hast doch ganz viel. Achso, du hast ja Erfolge schon. Das wahrscheinlich. Das kann das wohl sein, ja. Weil du hast ja schon gespielt. Ich spiele ja zum ersten Mal. Boah, ist hier viel Zeug. Cool. Daraus kann man doch bestimmt dann bessere Rüstungen machen, ne? Ja, besseres Werkzeug und sowas, klar. Yay. So langsam, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Wo sind denn meine Holzbalken? Habe ich noch Holzbalken? Ja. Das ist das Seil. Das ist keine Ahnung. Holzklappen. Ist das denn Slime mit einer Kerze drin? Aha. Oh Gott, das ist ja wie ein Jump'n'Run hier schon mit den Dingern. Der Bautrank habe ich gefunden, was auch immer der bewirkt. Mhm. Macht denn der? Wo ist denn das? Verbrauch bei erhöht. Abbauzentrum 25 Zylinder. Ich habe eine Kiste gefunden. Oh. Ich komme. Hier. Ach cool, die kann man richtig aufmachen. Ein Schnürsenkelkappe habe ich gefunden. Warte mal, was ist denn mit dem goldenen Eichhörnchen? Siehst du das hier? Ich sehe gerade gar kein goldenes Eichhörnchen. Gold-Eichhörnchen. Draußen, wo ich stehe. Moment, ich komme gleich. Ich habe hier gerade noch die Dings. Ich töte es. Nein, was? Kannst du nur? Nee, kann ja auch gar nicht. Warte, ich komme. Ein goldenes Eichhörnchen. Ach, wie süß. Oh, das ist ja hübsch. Das. Das Eichhörnchen. So, jetzt kann man das tolle Zeug holen. Vielleicht kann man die tamen oder sowas. Oh, ich hab's umgebracht. Womit? Mit meinem Schwert. Ja, das war's jetzt mit dem goldenen Eichhörnchen. Es hat auch nichts gedroppt, also es war quasi sinnlos, das Tier zu töten. War wahrscheinlich auch nicht so gut. Ja. Gibt wahrscheinlich schlechtes Karma dafür. Oh, was soll's. Aber ich habe richtig viele Sachen in der Kiste gefunden. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Schnürsenkelkappe, ja, die will ich aufsetzen. Das ist schön. Aha. Wurfsterne. Ja, Wurfsterne ist natürlich auch mega geil. Die rüste ich gleich mal aus. Angel dahin. Oh Gott, ich muss ja erstmal Platz schaffen im Inventar. Das sieht ja furchtbar zugemüllt aus. Was hat ja nicht alles? Rückruftrank. Ja, den habe ich auch. Teleportiere ich nach Hause. Wurfstern, Granate, Can of Worms, okay. Ich habe auch leere Flaschen in der Kiste gefunden. Wo packe ich das denn hin, die Schnürsenkelkappe? Ach, da. In den grünen Bereich, ganz rechts dann. Falls du es noch nicht herausgefunden hast. Ich mache mal Doppelklick, Rechtsklick auf die Sachen, dann rüstest du die auch aus. Ah, okay. Automatisch. Aber. Komm her. So. Boah, guck mal, noch eine Kiste. Yay. Ja, die habe ich gerade gelootet. Ach so. Aber die kannst du mitnehmen. Kann man die Kiste auch mitnehmen? Ja. Wie denn? Mit der Spitzhacke kannst du die abbauen. Aha, das ist cool, weil die können wir zu Hause aufstellen. Da können wir Zeug reinmachen, was wir nicht brauchen. Yay. Ach, du bist so ordnungsliebend. Hilf mir! Ich komme ja schon. Warte, ich kenne meine Inventarplätze nicht. Ich bin noch am rumsuchen. So. Ich hatte mein Schwert nicht mehr ausgerüstet. Oh, guck mal, noch eine Kiste. Ach, schön. Noch Seile sind hier ganz viele. Ja, jetzt hast du die Kiste jetzt aufgemacht. Ich will auch mal eine Kiste aufmachen. Du hast doch gerade eine Kiste aufgemacht. Ich will aber noch eine aufmachen. Oh, das ist sogar. Komm mal her. Nimm mal. Hier ist ein Ausrüstungsgegenstand drin, den ich schon habe. Ja, ich komme sofort, sobald ich was sehe. So, was ist denn das? Was du das? Schnürsenkelkappe mit zusätzlichen. Achso, auch. Okay, na dann ist egal. Dann nehme ich sie mit. Dann können wir sie zu Hause liegen. Oh nein. Ach. So. Wer weiß, wo wir hinkommen in der Höhle? Keine Ahnung. Ist ganz schön tief. Achso, das gibt nur Sterne. Okay. Oh Gott, Hilfe. Ich bin mal wieder tot. Was? Ah, ich komme hier nicht übers Wasser rüber. Warum kann ich denn jetzt die scheiß Holzdinger nicht platzieren? Hä?
Soll ich zurücklaufen? Nee, ich komme nochmal dahin. Ja? Okay. Ich bin einfach zu neugierig, was da noch ist in der Höhle. Okay. Du ja, bist jetzt auch sehr ergiebig hier mit den ganzen Kisten. Ich komme hier nur übers Wasser nicht rüber. Ich habe gerade hier ein Problem mit den Holzlatten. Ach, jetzt. Ah. Keine Ahnung, warum das gerade nicht ging. Wahrscheinlich hätte ich erstmal ein neues Schwert mehr bauen sollen, aus Kupfer oder Eisen. Aber naja, was soll's. Oh, ich kann Lagerfeuer machen. Ist ja auch cool. Ah, da bist du ja schon wieder, Mensch. Das ging ja schnell. Ja, jetzt muss irgendwo mein Loot da unten noch liegen. Ach, ich kann meinen Stern in eine Flasche packen. Ach, das ist ja süß. Jetzt habe ich einen Stern in der Flasche. Ach, schön. Na dann. Pass auf! Ach, da ist eine Falle. Ach ja, jetzt verstehe ich das erstmal. Oh Gott, das sah sehr brutal aus gerade. Oh nein. Warum sterbe ich so viel? Ich weiß auch nicht, du bist so unvorsichtig, glaube ich. Warum kann ich immer diese Holzdinger nicht setzen? Hä? Das muss doch gehen. Ja, irgendwie funktioniert das bei mir. Ja, aber irgendwie nicht immer so. Ich kann hier gerade einfach keine sitzen. Hast du da eine hingesetzt, wo sie nicht hin sind? Na, guck mal, ich mach hier, aber kommt keine. Sag ich, das gibt's doch nicht. Ich kann immer irgendwie nur einen Schritt höher. Also da, wo ich bin. Hä? Es ging vorher. Es ging jetzt nicht mehr. Das muss gehen. Oh nein. Ja, wo ist mein Schwert? Nein. Okay, ist runtergefallen. Ja, da wo ich bin, danke. Also irgendwie, ich kann nichts. So kann ich nicht spielen, wenn ich die nicht machen kann. Oh, ein Geist. Ich kann ja nirgendwo toll hoch. Ich komme. Oh Gott, nee, dann kann ich nicht runter, wenn du jetzt stirbst. Ja, komm runter. Ja, ich sitze jetzt hier fest, ne? Ich kann die Latten nicht bauen. Das ist ja das Problem. Jetzt sterbe ich hier auch. Ja, du hast doch noch 5000 Stöcke Erde dabei. Ich das geht sterben auch. Oh Gott. Ja, ich komme ja hier gar nicht hoch jetzt mit den Geistern. Die bringen mich jetzt einfach um hier. Ja, ich bin tot gleich. Die haben mich ja jetzt hier in der Enge, also ich hätte nicht runterspringen dürfen. Okay, vielleicht jetzt ist der tot. Bereich noch ein bisschen zu early. Ja, ich bin tot. Oh, jetzt sind meine ganzen Sachen da, oder? Nee, nur ein bisschen. Oder nicht? Oh, ich will meine Sachen behalten. Das wäre jetzt echt scheiße, wenn die weg sind. Warum bin ich runtergesprungen? Ich hätte nicht runterspringen dürfen. Oh, und 28 Silber habe ich verloren dadurch. Du wolltest mir helfen. Das war sehr ehrenvoll. Hätte ich lieber nicht machen sollen, ehrlich gesagt. War nicht so die beste Idee. Guck mal, hier ist der Stern in der Flasche. Da. Oh. Ja, schön, ne? Wie so ein Mistelzweig. Toll. Total toll. So. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Nein, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Yay. So. Und wir sind bei 30 Minuten. Wir müssen aufhören. Okay. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Eindruck von Terraria, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Ich glaube, wir können hier eine Menge Spaß haben. Das ist ganz witzig. Wir müssen nur ein bisschen besser aufpassen auf uns und du musst dir eine Rüstung machen. Ja, mache ich ja. Boah, Uff, jetzt ist der wieder jetzt. Der ist der Panda, oh, der muss weg. Ja, also, wir brauchen zumindest einen eigenen einbauen. Raum. Also. Am besten, wir bauen den irgendwie unter die Erde ein. So wie bei Sims immer. Wir bauen einen Pool und nehmen die Leiter weg und lassen den da ersaufen. Genau. Das ist eine gute Idee. Okay, dann danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bye bye. Bye bye.